Es geht um die neue App Gorillas. Die soll innerhalb von 10 Minuten Einkäufe zu euch nach Hause liefern. Wie viel schneller das aber im Vergleich zu einem normalen, spontanen Einkauf ist, wollen wir jetzt mal herausfinden. Okay, und los geht's. Ich sehe jetzt bei mir genau, wo der Fahrer auch ist. Das heißt, der ist innerhalb von 6 Minuten hier. Ach, guck mal, da sind beide schon. Ich stopp mal den Timer und guck ihn jetzt mal direkt an. Bitte erzähl mir nicht, dass du fertig bist. Habt ihr es auch mal geschafft? Was? Und das ist dann sicherlich noch mal, was ich dann erfahren werde, wenn ich für Flink fahren darf und da merke, wie es so ein bisschen zugeht im Lager und beim Fahren und bin ich gestresst. Boah, das geht echt fix, ey, krass. Okay, und setz die Tüte da einmal rein. So, haben wir alles, dann fahren wir jetzt mal los zu Hazel. Ballert mal ein bisschen Rap-Musik. Hallo, eine Lieferung für Hazel. Hallo. Hallo und einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge Pocket Money, meiner ersten Folge Pocket Money. Ich bin Theo, ich bin 25 gerade geworden, komme aus Berlin und wohne auch irgendwie immer noch hier. Ich bin Content Creator seit 3 Jahren, mache eigentlich meinen eigenen Content und stehe manchmal noch für ein Format namens My Nils vor der Kamera, aber so ist das irgendwie ein bisschen mein erstes Mal. Dina, die habt ihr möglicherweise schon auf dem Thumbnail gesehen. Sie wird nämlich mit mir zusammen ab jetzt Pocket Money hosten. Sie stellt sich aber gleich auch nochmal richtig bei euch vor. Und weil das alles so neu ist, bin ich unglaublich aufgeregt, liegt aber vielleicht auch am ersten Thema, um das es heute geht. Ich will nämlich etwas auschecken, worüber noch gar nicht so viel bekannt ist und Spoiler, das auch mit Absicht. Es geht um die neue App Gorillas. Die soll innerhalb von 10 Minuten Einkäufe zu euch nach Hause liefern. Die haben 1000 Produkte auf ihrer Website und die sollen genauso viel kosten wie im Supermarkt. Das sind ganz schön krasse Versprechen. Und das hat für einen riesigen Hype gesorgt. Kein Wunder also, dass es mittlerweile auch Konkurrenz zu Gorillas gibt. Zum Beispiel die App Flink, die mit den gleichen Versprechen wirbt. Und es gibt noch weitere Apps, die Lebensmittel liefern, aber bei keiner ist das Zeitversprechen so groß wie bei Flink und Gorillas. Wenn man sich mal auf den Webseiten der Apps umschaut, dann findet man kaum Infos. Gorillas und Flink wollen kaum was über sich preisgeben. Wir wollen aber natürlich mehr herausfinden. Heißt also, wir checken erstmal die Versprechen der Apps. Können die ihre Preis- und Zeitversprechen überhaupt einhalten? Und wir wollen natürlich verstehen, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Dafür wollte ich am liebsten selber in die Action springen und in einem Lager oder als Rider arbeiten. Bei Gorillas war aber leider nichts zu holen. Die haben auf die Anfrage meiner Redaktion nämlich einfach gar nicht reagiert und haben auch nicht mal Nein oder eine freundliche Absage geschickt, sondern einfach nicht geantwortet. Flink hingegen hat uns geantwortet und da darf ich als Rider arbeiten. Allerdings, wenn auch mit Einschränkungen. Dazu aber später mehr. Jetzt haben wir uns gedacht, wir probieren das Ganze einfach mal aus. Mit wir meine ich Dina und mich. Und Dina wohnt lustigerweise nicht in Berlin, sondern in Bochum. Und deswegen rufen wir sie jetzt mal an. Haben wir ein Telefon? Haben wir ein Funktelefon? Hi Dina. Hi. Wie geht's? Gut, und selber? Auch sehr gut. Hast du Lust, dich einmal kurz vorzustellen? Ich bin Dina, ich bin 21 Jahre alt, ich studiere Wirtschaftspsychologie und anders als die anderen bin ich jetzt gerade nicht im Studio, weil ich sitze hier in meiner Wohnung in Bochum. Hey, bei dir gibt es noch keinen Gorillas oder Flink, ne? Nee. Also es gibt einen Lieferservice, sowas wie Picknick oder von ähnlichen großen Supermarktketten, aber das dauert Tage und zu mir persönlich liefern die zum Beispiel auch nicht, beziehungsweise stehe ich jetzt seit über einem Monat auf der Warteliste, um mir überhaupt das Sortiment angucken zu können. Okay, krass. Das liegt daran, dass Gorillas und Flink immer noch in der Aufbauphase sind. Es kommen zwar immer mehr deutsche Städte dazu, aber viele Städte und vor allem die ländlichen Regionen, wie zum Beispiel bei Dina, das rede ich Ruhrpott-Shaming, das geht gar nicht. Ich komme übrigens, also sozusagen nur das weiß Dina auch, ich komme, also meine Familie kommt aus Bochum und deswegen darf ich das, glaube ich, machen. Trotzdem die Frage, liefern Gorillas und Flink denn zu euch? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Schauen wir mal auf Versprechen Nummer 1, das Zeitversprechen. 10 Minuten für eine Lieferung sind echt wahnsinnig schnell. Wie viel schneller das aber im Vergleich zu einem normalen, spontanen Einkauf ist, wollen wir jetzt mal herausfinden. Rote Paprika, Tomaten, Kiwi, Bananen, Ananas. Ich glaube sozusagen, dieser ganze Obst, also in meiner Vorstellung, dieser Obstanteil, der wird richtig kompliziert bei mir. Oh, ich glaube, da habe ich gute Chancen. Mich macht ein bisschen nervös, wenn ich meine Einkaufsliste schreibe, dann schreibe ich die immer so sortiert, weil ich ja genau weiß, wo ich lang gehe. Und dass jetzt zum Beispiel die Brötchen, die ich ja beim Bäcker danach holen muss, jetzt oben stehen und dass die Tiefkühlsachen irgendwo in der Mitte sind. Mir macht das einfach gar nichts, weil ich habe eh keine Organisation und Kontrolle über mein Einkaufsverhalten. Du hattest mal was vorbereitet, wie du Tipps fürs Einkaufen, auf die ich mich persönlich auch freue, weil vielleicht helfen sie mir tatsächlich. Okay, bevor ich jetzt losrenne, noch einmal schnelle Tipps für alle, die wie ich ganz normal einkaufen gehen müssen, weil Zeitsparen geht trotzdem. Erstens, ihr solltet immer vorbereitet einkaufen gehen, das heißt, plant eure Mahlzeiten und schreibt euch Einkaufslisten. Zweitens, legt euch gezielt Vorräte an, damit ihr möglichst wenig einkaufen gehen müsst. Drittens, ihr solltet nicht zu Stoßzeiten einkaufen gehen. Wenn ihr es vermeiden könnt, dann probiert zum Beispiel nicht nach dem Feierabend oder am Samstag einkaufen zu gehen. Besser eignen sich zum Beispiel früh morgens oder spät abends. Das hängt natürlich davon ab, wie viel Zeit ihr habt und wann genau es euch so zeitlich passt. Aber ihr könnt eventuell auch mal bei Google gucken. Dort gibt es nämlich Datensammlungen, mit denen ihr sehen könnt, wie viele Personen sich circa gerade in eurem Supermarkt befinden. Viertens,
No-Name-Produkte sind in der Regel günstiger und schmecken auch nicht unbedingt schlechter als Markenprodukte. Also guckt am besten mal vor allem unten in den Regalen, denn dort sind die meistens versteckt. Einige Tipps kann ich jetzt zwar heute nicht so gut nutzen, weil das ja nicht meine Einkaufsliste ist und ich ja auch jetzt einfach loswerden muss gleich, aber vielleicht helfen sie euch ja beim nächsten Mal und vielleicht helfen sie auch Theo beim nächsten Mal. Sehr gute Tipps. Wendest du an? Ob ich die anwende? Mal gucken, vielleicht benutze ich einfach nur noch Gorillas, weil wir werden es nach dem Dreh erfahren. Ich bin neidisch. Und dann würde ich dir einmal eine Nachricht schreiben, sobald ich anfange zu bestellen. Also kurz vorher und dann kannst du los. Dann sind wir wirklich genau gleich. Okay? Okay, sehr gut. Alles klar, dann es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Ich freue mich, dich anzurufen, wenn du wahrscheinlich gerade zur Supermarkttür reinläufst. Wir werden sehen. Oh, ich bin gespannt. Ein paar Sekunden später. Okay, und los geht's. So, die große Challenge, glaube ich, sind Fruits und Veggies. Die haben alles. Die haben alles komplett. Ah, das ist ja mal interessant. Kann ich jetzt einfach, ich kann einfach Paprika eingeben. Das, jetzt bin ich schnell. Okay, meins kommt. Bin bestellt. Aber einige Sachen nicht bekommen, muss ich sagen. Ich sehe jetzt bei mir genau, wo der Fahrer auch ist. Ne? Also ich sehe Order received, Order confirmed. Das heißt, der ist innerhalb von 6 Minuten hier. Alright, wir rushen jetzt einmal runter und wir versuchen jetzt mal mit denen zu schnacken. Ach, guck mal, da sind beide schon. Hi. Und sowohl Gorillas als auch Flink kamen hier quasi gleichzeitig an. Gorillas kam mit 2 Fahrern, was voll interessant ist, weil sie sozusagen gesagt haben, es wäre zu schwer für nur eine Person. Und darum sind sie zu zweit losgefahren. Das hatte ich jetzt auch noch nicht gesehen. Und ich habe mit beiden gesprochen und beide Lieferdienste, dass das Liefern für sie eigentlich relativ entspannt ist und dass das Warehouse auch hier in der Nähe ist. Das heißt, sie mussten gar nicht so weit fahren. Weil ich so ein bisschen das halt unerklärlich finde, wie man ungestresst hierher fahren kann mit dem Packen und drum und dran. Und das ist dann sicherlich nochmal, was ich dann erfahren werde, wenn ich für Flink fahren darf und da merke, wie es so ein bisschen zugeht im Lager und beim Fahren. Wir tragen die Sachen jetzt erstmal hoch und schauen dann, wie weit Dina ist, sobald wir oben sind. Okay, let's go. Okay, ich bin da. 25 Minuten. Aber von Theo haben wir noch nicht. Ich stopp mal den Timer und rufe ihn jetzt mal direkt an. Ein paar Sekunden später. Bitte erzähl mir nicht, dass du fertig bist. Was? Und ich habe 25 Minuten gebraucht. Was ist los bei euch? Hä, wie kann das sein? Ich brauche 4 Stunden zum Einkaufen. Wir bringen ganz kurz die Sachen hoch und dann rufe ich dich wieder an, ja? Okay, sehr gut. Okay, alles klar, bis gleich. Was? 25 Minuten? Für den Einkauf? Alter. 4. Stock, Alter. Okay. Wir haben Essen bestellt. Alter, das ist viel. Wir rufen jetzt mal Dina an und versuchen rauszufinden, wie um Gottes Willen sie so schnell war. Hi. Hallo. Na? Habt ihr es auch mal geschafft? Ja, aber ich habe ja auch noch mit den Fahrern geredet. Also bevor wir die Zeiten vergleichen, wie um Gottes Willen hast du das geschafft, so schnell einzukaufen? Ich habe mich nicht mal so extrem gehetzt. Also ich hatte auch hier die typische Oma vor mir, die noch jedes bisschen Kleingeld gezählt hat. Selbst am Bäcker stand jemand vor mir. Aber das ging trotzdem gut. Wie bist du da hingekommen? Kannst du da hinlaufen zum Supermarkt? Nee, ich bin Auto gefahren. Weil ich fahre immer mit dem Auto dahin. Krass, das ist so lustig, weil ich habe hier das Skript vor mir und da steht irgendwie so, ich rufe dich dann an und wir wollen sehen, wie Dina auf ihre Niederlage in der Challenge reagiert. Finden wir das einmal ganz kurz raus. Und zwar, bestellt habe ich um 1.34 Uhr und angekommen ist es um 1.48 Uhr. Und ich habe 7 Minuten zum Bestellen gebraucht. Oh, ja, dann warst du, also ich habe insgesamt 25 Minuten gebraucht, aber dann warst du wirklich schneller. Also hast du alles bekommen? Aha. Okay, weil ich habe mindestens, ich muss gleich nochmal nachgucken, aber mindestens 4 Produkte konnte ich gar nicht bestellen, weil die nicht auf Lager sind. So, also das gab es sowohl bei Gorillas als auch bei Flink hatte Produkte, wo stand aktuell nicht auf Lager. Also das ist so ein Ding auf jeden Fall. Und ich habe jetzt auch noch nicht nachgeguckt, ob wirklich alle auch angekommen sind. Also kann ja auch sein, dass sie beim Packen welche vergessen haben. So. Ja, die Produkte habe ich alle bekommen. Aber ja, okay. Mann, ich habe mich gefreut, dass ich gewonnen habe und jetzt habe ich gar nicht gewonnen. Aber du warst sehr viel besser, als alle jetzt sozusagen gedacht haben. Einfach, weil ich dachte, also sozusagen von meinem Einkaufverhalten hätte ich gedacht, du rufst so um 15.30 Uhr an. Was machst du so lange im Supermarkt? Weiß ich nicht, ich finde es einfach kompliziert im Supermarkt. Ich weiß genau, wo jedes Produkt ist. Ich wusste genau, wann ich wohin rennen muss. Das wird natürlich dann ein bisschen einfacher, weil ich gar nicht mehr suchen musste. Sehr gut. Okay, du kommst nach Berlin und da klären wir diesen ganzen Geldaspekt. Also sozusagen zahlt man wirklich genau gleich viel für die Produkte, die du im Supermarkt kaufst, wie ich jetzt bei der App. Und
Was dann auch interessant ist, wenn wir uns dann sehen am Donnerstag, dann war ich schon Rider. Also dann habe ich schon mal hinter die Kulissen geguckt ins Lager und bin rumgefahren. Und darüber schnacken wir dann, wenn du hier bist. Ich bin trotzdem weiterhin krass begeistert davon, wie schnell jetzt die beiden Lieferanten hier angekommen sind. Und ich hoffe, dass wir, wenn ich dann vor Ort war, irgendwie mehr wissen, wie das ganze Prinzip funktioniert. Ich bin gespannt, was Sie sagen. Alles klar. Ich glaube, dann ist für heute erstmal Schluss. Und wir sehen uns Donnerstag wieder, wenn ich als Rider arbeite. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Flinklager. Ich hoffe, der Übergang hat geklappt. Theo, hi. Schönen guten Tag. Wir waren jetzt einmal schon drin. Die Menschen von Flink wollten jetzt einmal, dass wir ein Vorgespräch haben, nicht direkt reingehen filmen, weil da doch einige Sachen sind, die wir auch nicht filmen dürfen. Zum Beispiel die Kühlschränke. Es gibt nämlich europaweit einen Kühlschrank-Chip-Mangel, wurde uns erklärt. Das heißt, dass eigentlich alle Kühlschränke ausverkauft sind. Und die wollten jetzt nicht, dass wir die Kühlschränke filmen, damit nicht andere Anbieter möglicherweise sehen, was das für Kühlschränke sind und die nachkaufen. Das ist ein gigantisches Lager, das ist total krass. Diese Gänge funktionieren auf ganz bestimmte Art und Weise. Da wurden uns auch ein paar Geheimnisse verraten, die wir jetzt dann auch nicht erzählen dürfen. Und unter anderem haben die Picker, die sozusagen diese ganzen Einkäufe einpacken, haben Handygeräte an ihrem Unterarm und die dürfen wir auch nicht filmen. Also wir dürfen filmen, dass da welche sind, aber was genau da für Technik drauf ist, ist auch Betriebsgeheimnis. Und jetzt gehen wir, glaube ich, mal rein. Sonst waren aber alle sehr nett. Moin Ronald, jetzt geht's los. Hi. Du machst im Endeffekt heute für zwei Jobs. Also einmal der Picker und einmal der Rider, was quasi das Herzstück bei uns ist. Das heißt, wenn du Picker bist, bist du Picker und wenn du Rider bist, bist du Rider. Wir haben natürlich auch tolle Talente, die können irgendwie beides. Ist das für dich so ein bisschen so ein Wettkampf dann, wenn du was pickst? Also versuchst du da sozusagen schnellstmöglich? Für dich jetzt einfach so. Also für mich persönlich natürlich schon. Ja, ne? Man versucht da schon seine Bestzeit irgendwie. Genau, also man schaut da auch bei dem einen oder anderen so Mitarbeiter, man sieht ja schon, ey, guck mal auf die Zeit, wie schnell ich das jetzt gemacht habe. So. Ja. Aber im Endeffekt ist es quasi, wir sind natürlich schnell, aber wir sind nicht stressig. Boah, das geht echt fix, ey, krass. Okay. Gibt es eine vorgegebene Zeit ungefähr, die einen Picker brauchen darf? Vorgegebene Zeit, die er darf, nein. Mhm. Ich kann dir sagen, deswegen, so in etwa 1,5 Minuten. 1,5 Minuten, ja. Ein schönes Beispiel ist immer, du willst abends nur eine Tüte Chips haben zum Snacken. Ja. Dafür brauchst du 5 Sekunden. Aha. So, nehme ich raus. Aber es gibt natürlich auch Leute, die 40 Produkte wollen. Ja, okay. Das dauert einfach ein bisschen länger. Alles klar. Also overall 90 Sekunden, 1,5 Minuten. Okay. Heißt, ein Picker sitzt jetzt hier zum Beispiel rum oder steht rum und kriegt dann eine Bestellung auf sein Gerät, was sie nicht zeigen, ne? Genau. Also Picker, der läuft los, dann die Sachen anzupacken. Unsere Fahrer, die haben natürlich auch ein Rotationssystem. Der nimmt die Bestellung an, holt sein Fahrrad und dann auf dem Rücken und los. Gibt es Bestellungen, die so groß sind, dass da zwei Fahrer ran müssen? Das gibt's. Also unsere Fahrer sind ja auch keine Maultiere. Nicht immer, aber es gibt Bestellungen, wo auch mal zwei Leute fahren. Okay, weil es sonst einfach zu schwer ist. Alkohol habt ihr mit im Sortiment, ne? Wie wird es mit dem Alter kontrolliert? Also, ne, wie im Supermarkt, da piept's ja auch immer einmal so ein bisschen extra, wenn du Alkohol kaufst. Genau, die sind gebrieft. Die sind gebrieft, so, da muss man einmal gucken. Okay, ich hätte, glaube ich, Bock mal selber zu packen, wenn es geht. Ich hätte jetzt einmal Picker. Mit viel Macht kommt große Verantwortung. Ich habe jetzt das geheimnisvolle Gerät angezogen. Okay, hab's. Cool auch ein bisschen. Ja. Cyber-Shit. Bis jetzt steht drauf, da ist keine offene Bestellung. Und dann kriege ich wahrscheinlich gleich eine rein. Ich sage nicht, wie es heißt. Das ist ein Geheimnis. Das will ich dann später im Studio. Bist du nicht so gut im Bestellen? Wie oft benutzt du denn selber Flink so im Alltag? Bin ich vor 3 Monaten Vater geworden. Ah, und dann ist sinnvoll, ne? Das ist mega sinnvoll. Hazel, die früher die Moderation gemacht hat von Pock & Money, die ist auch Mutter geworden. Ja. Und für die ist das, glaube ich, auch sehr sinnvoll. Das auf jeden Fall. Ja. Ah, neue Bestellung, okay. Klickst du einmal drauf. Okay, und jetzt geht's los. Okay, ich habe jetzt eine bestimmte, ne? Ich habe jetzt eine bestimmte Zahl angezeigt. Ja, alles klar, ich hab's verstanden. Nee? Nee? Das war genau. Ah, nee, das ist Lehrberuf. Ah, ja. Direkt verkackt, okay. So. Dann klicke ich einmal drauf, okay. Ja. Okay, in die Richtung, glaube ich. Genau, jetzt gehst du einmal zurück. Wir haben eine Abkürzung genommen. Ah, okay. Das ist eigentlich illegal, ne? Das ist eigentlich illegal, genau. Einbahnstraßenverkehr. Okay, ich hab's. Okay. Okay. Und dann? Also ja. Unten, ne? Okay. Ja. Richtig? Richtig. Okay, ich bin bis jetzt richtig langsam. Ich klicke einmal rauf. Da hinten, glaube ich, ne? Jetzt? Wahrscheinlich ganz am Ende, ne? Genau. Ah, 3 Sachen nur. Ah, na das ist ja super. Nee, doch nicht. Doch. Genau. Heißt, die werden jetzt aus, aber die habt ihr einfach da oben liegen? Alles gut, die haben wir nachgefüllt gerade. Okay, super. Ja. War das jetzt möglicherweise ein Rekord oder was meinst du? Das war ein Rekord, warte, ich gucke mal. 1,43. Sind 13 Sekunden drüber über sozusagen Standard. Genau, bei den Burschen, bei 3 Produkten. War halt ein bisschen peinlich wegen 3 Produkten. Ja, aber wir können mal sagen, du bist fast in der Zeit geblieben. Ja.
Luft nach oben ist noch da. Okay, super. Aber Potenzial ist... ja, auf jeden Fall. Und das bringe ich jetzt, genau, das bringe ich jetzt dem Rider und setze die Tüte einmal rein. Upsala, ganz viel Spaß bei der Lieferung. Genieß die Sonne. Hast du ihm einen Namen gesagt? Ach so. Ich muss noch einen Namen sagen? Er wusste, es war eine Order gerade da, deswegen wusste er genau, an wen die geht. Also ne, im Falle des Falles jetzt, ne? Ich bin jetzt hier Picker, bin noch ein bisschen frisch und dann geht eine halbe Stunde lang Bestellung und Bestellung nach Bestellung. Habe ich dann, ist da so Schicht weg? Kann ich einmal so anmelden, hey, ich kann nicht mehr oder ist das... Ah, haben wir... Wenn es passiert. Ja, ja, genau. Schichtleiter, die immer gucken. Ja. Und gerade in den ersten Zeiten, da wirst du viel, viel, viel unterstützt. So, jetzt habe ich mal das Picken erlebt und jetzt würde ich, glaube ich, gerne mal mit riden. Passt da? Ja. Ja? Ja. Okay, ich teste das Fahrrad mal kurz, ja? Guck mal, wie schnell ich fahren kann, Sammy. Ein Dürfen, dann bin ich total, dann weiter mache ich dich auch nicht kaputt, versprochen. Okay. Jetzt weißt du auch, warum wir so ein bisschen Wert drauf legen, dass die Leute am Anfang nicht alleine fahren. Ja, ja, weil die haben schon Power auch, ne? Die haben Power, ja, ja. Ja. Und ist aber auch also 100% entspanntes Fahren, also alle Analog-Fahrradfahrer, das ist richtig geiler Stuff. Okay, das heißt, ich habe jetzt mein Bike und jetzt warten wir noch auf Pablo. Okay, you're probably really fast, but I'm not, like, I'm not an experienced driver, so we have to drive slow. Is that cool? Okay, right. Ciao, Leute, bis gleich, ja? How long have you been driving for Flink? Almost 3 months. 3 months? Yeah. Cool. Is it nice or no? Yeah, yeah? It's very nice. Yeah? Cool. Do you try and make races for yourself? Like, are you trying to beat your own score and like how fast you arrive at places and stuff? Yes, you can, like, see your own stats. Oh, really? But like you don't get less paid or something if your stats are bad? Yeah. Okay. It's fine. We are supposed to make it in 10 minutes. Yeah. And sometimes the traffic lights. Exactly. Some other stuff. Car drivers, accidents. Yeah, and stuff. Untrained riders, like me. Okay, you can go fast if you want. Ich hab hier den Power-Modus an, also ballert mal ein bisschen Rap-Musik. More money, more problems, was ist next? Alles, was du siehst, ist Rauch, Baby, ciao, ich bin weg. Aber da ist mir ein anderer Gedanke gekommen. Also hier gibt's Kühlschränke und ich dachte, wir können einfach einen mitbringen, weil die haben ja einen Kühlschrankmangel. Also vielleicht haben sie es nicht gecheckt, dass hier gibt's auf jeden Fall en masse. Ciao. Have a schönen Tag. Ciao, ciao. Do you have to do something on the app now? I have to finish it, yeah. You have to finish it like now, as soon as you give it to her? Exactly. Okay. Thank After you. You. What did the app say how long we need it? Like how much time do we need to... We were waiting on the app, so 12 minutes. 12 minutes? And we were really slow. Yeah. But that's okay. Back to the hub. All right, Emmy, thank you so much for driving me out and showing everything to me. Super. Have a nice day. Nice team. Er hat außerdem eine Indie-Rock-Band, das ist einfach absolut cool. Also ne, wir haben 12 Minuten gebraucht, was ja dann doch, also ne, das ist ja 2 Minuten unter dem Zeitversprechen. Was ehrlich gesagt krass ist, weil wir haben hierbei gefilmt und hier noch gelabert und sind nicht direkt losgefahren und so. Also irgendwie ziemlich krass, ehrlich gesagt, dass wir die 12 Minuten geschafft haben. Man muss wirklich sagen, was die 10 Minuten unterstützt, also ne, das 10 Minuten Zeitversprechen, sind diese Elektrofahrräder. Weil du kannst damit einfach schneller und ausdauernder fahren. Ich bin kein guter Fahrradfahrer, würde ich ganz ehrlich so auch im Internet zugeben. Ich glaube, das macht einen riesigen Vorteil darauf. Dadurch, dass man, ne, dass man bestellt und weiß, es kommt in 10 Minuten an, hast du auch keine Lieferschwierigkeiten. Also wenn du klingelst, dann sind meist die Leute zu Hause, weil sie haben ja gerade erst bestellt. So. Experience-mäßig weiß ich, wie die Fahrten jetzt funktionieren, glaube ich. Das ist halt Fahrradfahren, ne? Das ist halt Fahrradfahren, wohin? Da klingelt man, dann gibt man es ab. Ja. Sind die Leute hier angestellt? Mhm. Sind festangestellt, festangestellt? Bei uns. Mhm. Und versichert. Was verdient man als Rider bei euch? Das schreiben wir öffentlich aus, kann man nachgucken. Und das ist Mindestlohn, oder? Nö, ist übertariflich. Okay, das ist übertariflich. Genau. Super. Ja. Schönen Tag euch, ja? Ja. Ciao, ciao. Ja. Wir sind noch nicht zurück im Pocket Money Studio. Wir haben noch kurz was uns zum Snacken geholt. Und dann kam uns gerade die Idee, weil wir auch mit Ronald geredet hatten und seine Frau ja auch ein Kind bekommen hatte und das Leben ein bisschen einfacher macht mit den Bestellungen, hatten wir gerade an Hazel gedacht. Die hat ja auch ein Kind bekommen. Die wohnt aber leider außerhalb des Flink-Liefergebiets und darum dachten wir fragen Hazel mal, ob sie Lust hat, dass wir ihr eine Flink-Lieferung vorbeibringen. Weil ich wollte mich nämlich auch eh mit Hazel und Dirk treffen, bevor das ganze Format hier losgeht. Hab's aber aus eigener Verpeiltheit und wegen Dirks Nasen-OP leider noch nicht hinbekommen. Darum dachten wir, das ist jetzt eigentlich eine ziemlich gute Möglichkeit, dass wir uns mal sehen. Und vielleicht freuen die sich ja auch über die Sachen, die wir mitbringen. Hazel hat Patrick, der hat auch gefragt, ob das okay ist für Hazel, also das ist auch abgestimmt. Stimmt's? Ja, das ist abgestimmt. Okay, ich habe jetzt versucht, alles zu finden. Es gab, ich würde sagen, 60% der Sachen gab es einfach so, also da gab es gar kein Problem. Bei 35% musste ich Kompromisse finden, bei irgendwie 5-10%, die gab es dann halt nicht. Kompromisse heißt sowas wie, es gab jetzt kein Eiweißbrot, aber dafür gibt es halt irgendwie Vollkorn-Wiener-Hausbrot. Accepted.
Jetzt können wir mal gucken, ob die 10 Minuten auch klappen. Estimated Delivery Time sind nämlich direkt 10 Minuten. Obwohl wir wissen, das Lager ist gleich da. Nicht so nah an mein Gesicht. Thanks a lot. So, haben wir alles? Dann fahren wir jetzt mal los zu Hazel. Oh, ist schon schwer. Hallo, eine Lieferung für Hazel. Hallo. Na? Ich finde es schön, dass wir uns nochmal sehen, wegen der Übergabe und ja. Nochmal sagen, dass mir das irgendwie eine große Ehre ist, ehrlich gesagt. Ja, wir freuen uns auf das, jeden Fall. Ja? Und wir fanden auch, als du vorgeschlagen wurdest, dass es gut passt. Und wir sind richtig, richtig gespannt auf die Videos. Wirklich? Ja. Habt ihr schon mal was geschickt von irgendwie Führerschein? Ja, wir haben. Boah, ey, das ist so anstrengend im Studio da mit diesen Texten und so. Krass, ne? Ja. Heftig. Auch ein Teleprompter, habe ich schon gesagt. Was, hast du eine Meinung zu Gorillas und Flink? Ich habe von Gorillas zum Beispiel ganz viel Instagram-Influencer-Werbung gesehen. Ja, ja. Und die haben sogar gesagt, oh mein Gott, das kam in 6 Minuten. Und ich habe es nicht geglaubt. Ich wollte es selber testen, aber ich kann nicht, weil ich nicht im Ring lebe sozusagen. Und die Bestellung, die wir jetzt für dich bestellt haben, ist ja auch für dich bestellt, die kam auch in 8 Minuten. Oh, okay. Also bis jetzt haben wir irgendwie noch nichts Dreckiges gefunden. scheint irgendwie sauber zu sein. Okay, er drückt Dirk mal einmal ganz lieb von uns und wünscht ihm gute Besserung. Ich hoffe, der kommt schnell über den Berg irgendwie. Hazel. Danke, Hazel. Ciao. Ja, tschüss, Hazel. Gute Besserung dir. Und jetzt geht's zurück ins Pocket Money Studio. Hi. Hi. Wie war die Zugfahrt? Gut. Wie war dein Dreh? Gut und anstrengend. Also wir haben ziemlich früh heute angefangen. Also mein Wecker hat um 7.30 Uhr geklingelt. Und da haben wir jetzt, glaube ich, rausgefunden, wie das mit dem Zeitversprechen funktioniert. Was wir noch nicht rausgefunden haben, ist der Preisvergleich. Deswegen du ja auch hier bist. Weil yes. Der ist, glaube ich, habe ich am Telefon schon erfahren, das habe ich euch noch nicht erzählt, der ist relativ groß. Ich habe rund 39 Euro bei Gorillas und rund 36 Euro bei Flink ausgegeben. Bei beiden Anbietern kommen außerdem noch jeweils 1,80 Euro Liefergebühren dazu. Wir haben aber nicht alle Lebensmittel bekommen. Das ist also das Ergebnis, wenn man die Preise der fehlenden Produkte vom Gesamtpreis abzieht. Okay, krass. Wenn wir bei mir jetzt die Produkte abgezogen haben, die nicht bekommen haben, dann habe ich 25 Euro ausgegeben. Das heißt, ich habe viel, viel weniger gezahlt. Und ich würde sagen, wir können auf jeden Fall festhalten, dass man, wenn man normal in den Supermarkt geht, definitiv Geld sparen kann, weil man auf No-Name-Produkte zurückgreifen kann. Und theoretisch, hätte ich jetzt mehr Zeit gehabt, hätte ich ja eventuell sogar noch zwischen verschiedenen Supermärkten vergleichen können. Unsere Redaktion hat aber trotzdem mal die Preise verglichen, die die beiden bei Gorillas und Flink gezahlt haben, mit den Preisen, die sie für die gleichen Markenprodukte im Supermarkt gezahlt haben. Und da ist uns aufgefallen, die unterscheiden sich nicht wirklich. Also da sind nur minimale Abweichungen. Das heißt, da halten die Lieferdienste auf jeden Fall ihr Versprechen. Schneller wart ihr auf jeden Fall. Aber ich finde den Unterschied jetzt nicht so extrem. Oder? Die 10 Minuten meinst du? Ja. Ich kann da nichts zu sagen. Also, oder soll ich? Sag ruhig. Ja, dafür ich konnte halt 10 Minuten lang chillen. Okay, da hatte ich ein bisschen mehr Stress. Aber für alle von uns, die eben nicht so Lieferdienst bei sich haben, man kann trotzdem schnell einkaufen gehen, wenn man gut genug plant. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen von dem Video. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin krass aufgeregt und nervös und sehr gespannt aufs Feedback. Ich habe ja diesmal ziemlich viel rumgelabert, aber nächstes Mal hast du... Nächstes Mal bin ich dran mit meiner Challenge, aber du darfst bestimmt auch kurz mal vorbeigucken. Danke dir, sehr lieb. Und an der Stelle auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an Hazel und Dirk, dass sie uns die Moderation anvertrauen. Wenn ihr euch jetzt gerade fragt, warum Hazel und Dirk eigentlich nicht hier sind, dann solltet ihr einmal dieses Video gucken. Da verabschieden die beiden sich nämlich. Und falls ihr noch mehr Rider-Content sehen wollt, hier ist noch ein anderes Funkformat mit mehr Rider-Content. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns. Bis dann. Hast du einen guten Endsatz so?